Meine Bücher, meine Dokumentationen haben mehr so ein Randpublikum erreicht, also die, die sich eh schon für Tibet interessieren. Und ich habe mir gedacht, ich muss dieses Thema in eine breitere Öffentlichkeit bringen, weil ich immer schon das Gefühl hatte, wie kann man es eigentlich besser zeigen, was in Tibet abgeht, als durch die Tatsache, dass Eltern ihre Kinder wegschicken. Und ich finde, das ist ein ganz großes Thema. Also Mütter und Väter, die sich von ihren Kindern trennen, Kinder, die über den Himalaya müssen, das ist ein großes archetypisches Thema. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch ein Stoff für einen Abenteuerfilm. Also es ist es wert, draus einen großen Abenteuerfilm zu machen.